So Leute, ich bin's mal wieder, euer Flastwi, zurück bei Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Und hier oben hat mir gerade unser Schnuffi eine Hinweismünze angezeigt. Fluffy, weiß gar nicht mehr, wie wir den Hund genannt haben, ist aber auch egal eigentlich. Wir sollen jetzt auf jeden Fall zum Turm gehen, aber vorher reden wir nochmal mit ein paar Leuten, von denen ich mir nicht sicher bin, ob wir schon geredet haben. Ja, der ging's nicht gut, die hatte irgendwas, weiß ich nicht mehr. Die war aufgebracht wegen irgendwas, ich weiß auch nicht mehr was, aber wir sollen jetzt zum Turm gehen. Deswegen machen wir das auch einfach mal. Sprechen noch mit allen Leuten, die auf dem Weg liegen. Vielleicht haben die nochmal ein Rätsel für uns. Ich glaube zwar eher nicht, aber ist ja auch egal. Die Wünsche von Baronin Daya sind manchmal ganz schön anstrengend, nicht wahr? Okay. Du hast nichts zu sagen, mein lieber Ramon. Das ist auch okay. Damit kann ich leben. Der hat doch bestimmt auch nichts Neues zu sagen. Frauen wie sie sind sehr selten, blablabla. Ist mir alles egal, was ihr zu sagen habt eigentlich, letzten Endes. Wenn ihr mir nichts Neues zu sagen habt, hast du noch was? Manchmal. Lasst euch von meinem penetranten Blick nicht beunruhigen. Das ist das untrügliche Auge des Romanziers. Okay, gut zu wissen. Vielen Dank für diese Info, mein Freund. Man hört nichts gut, blablabla. Alles schon mal gehört, alles tausendmal gehört. Tausendmal ist nichts passiert, was? Andrea ist ja nett, aber sie denkt auch immer. Sie denkt sich auch immer so schwierige Rätsel aus. Das ist okay, das ist nicht schlimm. Katze und Maus haben auch keine mehr, oder? Nö. Okay, nee, haben wir nicht. Kein neues Rätsel hier bei Archibald. Hat Archibald noch ein neues Rätsel? Man weiß ja nie, aber ich glaube eher nicht. Hallo nochmal, wollt ihr noch einen Blick auf den Schreibtisch werfen? Nein. Ich dachte, du hättest vielleicht ein Rätsel für uns, mein lieber Archibald, aber nein, natürlich hast du es nicht. Das war ja typisch. Typisch für dich. Hier ist nicht mal jemand, auch nicht schlimm. Auch nicht schlecht, auch nicht schlimm, wie auch immer. Hallo. So sieht man sich wieder. Ich sagte euch eure Zukunft voraus, wenn ihr ein Rätsel für mich löst. Ich wusste, dass du ein Rätsel hast. Du sahst mir direkt so aus, als ob du ein Rätsel für mich hättest. Fensterbruch. Klingt ja sehr vielversprechend. Eines dieser vier Kinder hat beim Spiel mit einem Ballwurf dein Fenster ruiniert. Die vier sagen folgendes. Ah, ich war's nicht, ich war's nicht. Ich muss gerade übrigens noch was einstellen. Also einen Moment bitte. So, alles klar. Kann weitergehen. Ah, ich war's nicht, ich war's nicht. B, wenn ich ehrlich sein soll, ich war's. C, sei nicht sauer auf A, er war's nicht. D. B. hat es nicht getan, ich schwöre. Du weißt, dass der Schuldige lügt, allerdings lügt mindestens eines der anderen Kinder ebenfalls. Kannst du herausfinden, welcher Rotzlöffel dein Fenster auf dem Gewissen hat? Okay. Es gibt jeweils... Okay, das wird schwer. Weil es gibt jeweils einen, der sagt, er war's, oder wie auch immer. Oder halt, die beschützen sich ja gegenseitig. Von daher muss ich mal kurz gucken... Wie wir das am besten hinkriegen. Ah, ich war's nicht, ich war's nicht. Wenn A lügt, dann lügt C ebenfalls. Wenn B lügt, ich ehrlich sein soll, ich war's. Dann war er's nicht. Und dann würde D lügen. Hä? Warte, was laber ich hier gerade für einen Scheiß? Sei nicht sauer auf A, er war es nicht. Wenn C lügt, dann lügt A auch. Wenn D lügt, B hat das nicht getan, ich schwöre. Dann lügt B auch. Warte mal. Warte mal, wenn B die Wahrheit sagt, dann sagt D auch. Hä? Ich nehme mal einen Hinweis. Dieses Rätsel ist hart, nicht wahr? Das Kind, das das Fenster eingeworfen hat, lügt auf jeden Fall, aber du darfst nicht außer Acht lassen, dass da zumindest ein weiteres der vier Kinder lügt. Behalte dies bei deinen Lösungsversuchen im Hinterkopf. Ja, toll. Wir wissen, dass der Fensterschmeißer lügt, also kann der Täter nur ein Kind sein, das die Tat leugnet. Mit anderen Worten, B scheidet aus und D sagt die Wahrheit. Damit scheidet D ebenfalls aus. Okay. Stimmt, ja, okay. Ich sag jetzt A, wenn nicht, ist es C. Ist mir auch egal. Ja, okay. A ist es.
Meine Güte, war das hart. Another puzzle solved. Ich weiß zwar nicht wie, aber ist okay. Auch okay. Prima gemacht. B und C haben auch gelogen. Obwohl sie das Fenster nicht eingeworfen haben. Am besten legst du sie gleich mit übers Knie. Okay, machen wir. Alle übers Knie legen. Morgen wird es wie aus einem Mann regnen. Hängt eure Wäsche drin auf, wenn sie trocken werden soll. Vielen Dank. Toller Hinweis. Tolle Zukunftsvoraussage, blöde Kuh. Vielen Dank. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht für etwas Wurst begeistern kann? Ganz schnell weiter. Aber ganz schnell. Hast du noch ein Rätsel? Gerard? Depardieu? Nein, hat er nicht. Und Prosciutto? Prosciutto hat noch ein Rätsel, oder? Ich weiß inzwischen, worauf es im Leben ankommt. Okay. Dann halt nicht. Ma. Dacht man mal, ja, man kann Rätsel lösen und dann. Und dann so, nö. Nö, wir kennen keine mehr. Wir sind zwar das Rätseldorf, aber wir kennen keine mehr. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Nö, oder? Nee, ich glaube, hier kann ich weitergehen. Aber du hast ein Rätsel, oder? Omi. Komm, du hast ein Rätsel, ich weiß es. Ich hätte da noch ein Rätsel für euch. Bestimmt wollt ihr es hören, nicht wahr? Tut mir leid, werte Dame, aber wir haben es gerade sehr eilig. Papalapap, ich hab doch gesehen, dass ihr die Rätsel von anderen löst. Jetzt bin ich dran. In der Tat. Sie haben uns gesehen? Wie meinen Sie das? Sind Sie uns etwa gefolgt? Indeed, indeed. Komische Creepy-Oma. Würfel die 3. Kriegen wir hin, oder? Beim Würfeln liegt die Wahrscheinlichkeit, eine 3 zu würfeln, bei 1 zu 6. Die Wahrscheinlichkeit, 2 3 nacheinander zu würfeln, beträgt 1 zu 36. Und die Chance auf eine dritte 3 steht bei unglaublichen 1 zu 216. Nehmen wir an, dass du bereits 3-mal hintereinander eine 3 gewürfelt hast. Die Chance beim nächsten Mal wieder eine 3 zu würfeln liegt bei 1 zu wie viel? Das ist so eine... Ich verstehe die Frage, das ist eine Scherzfrage. Also, was heißt eine Scherzfrage? Das ist halt... Du hast halt jedes Mal die Chance, 1 zu 6 zu würfeln. Also, es wird, glaube ich, gleich erklärt. Das ist halt so eine Fangfrage, mehr oder weniger. Ja, natürlich. Du sollst da jetzt nicht nochmal draufrechnen, sondern... Halt, wenn du einmal würfelst, dann ist immer 1 zu 6, ne? Fantastisch. Es spielt keine Rolle, wie oft du die Zahl schon gewürfelt hast. Es ist nur nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, im nächsten Wurf eine 3 zu würfeln. Und die liegt bei 1 zu 6. Genau das meine ich, ne? Richtig. Das wusste ich. Ihr wollt zum Turm? Ja, wie wäre es, wenn ich euch den Weg zeigen würde? Oha, ich hatte den Eindruck, die Bewohner Samisteas wollten nicht in die Nähe des Turms gehen. Oh, ich will den Turm auch nicht nahe kommen. Aber für zwei schon nette Herren würde ich eine Ausnahme machen. Professor, wir sollten uns wirklich beeilen. Naja. So, hat ihr noch ein Rätsel oder können wir weiter? Wollt ihr Gesellschaft, wenn ihr schon zum Turm geht? Weibliche Gesellschaft? Oh Gott. Nein, danke. Wir kommen auch allein zurecht. Also mit der nicht. Nein, danke. Sorry. Sorry. Aber nein. Das ist eine Sackgasse. Eindeutig. Ob hier wohl irgendwo ein anderer Weg in den Turm versteckt ist? Nein, ich würde sagen, wir sind hier genau richtig, Luke. Wie meint sie das? Sieh mal, Luke. Hier ist eine kleine Vertiefung in der Wand, in der ein kleiner Gegenstand passt. Oh, dann ist das also... Ja, diese Vertiefung ist eindeutig das, was auf Baron Reinholds Skizze an Archibald abgebildet war. Ich wette, wenn wir den Schlüssel da hineinstecken und ihn drehen... Oh mein Gott, was passiert nun? Oh mein Gott, das ist ja so spannend. Nein, ist es nicht, das war so klar. War doch klar, dass das jetzt aufgeht. Oder nicht? Doch, das war auch klar. Ui... Das hatte ich erwartet. Also dann, Luke, hinein mit uns. Das hatte ich auch erwartet, hehe. Kapitel 9, das Geheimnis des Turms. Endlich, der Weg zum Turm ist frei. Erklimme den Turm und löse die Geheimnisse von Samister. Und damit haben wir auch das Rätsel des Schlüssels gelöst. Wundervoll. Fortschritt einmal speichern, kann ja nicht schaden. Ich glaube, es gibt 120 Rätsel, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Von daher, lassen wir uns einfach auf uns zukommen, gucken mal kurz in den Koffer, können wieder ein paar Sachen durchlesen oder ihr könnt das, wenn ihr jetzt Pause drückt, immer wieder. Kennt ihr ja den Kram hier, den Krimskrams.
In der Pension gucken wir jetzt auch mal rein. Ich bin mir nämlich... Ja, das ist schon deutlich besser. Okay. Okay, wir haben, glaube ich, noch nicht alles. Von daher lassen wir es erstmal noch bleiben. Lassen wir es bleiben. Okay. Ja, dann gehen wir einfach mal in Richtung Turm, nicht wahr? Oder ist hier noch irgendwo... Ja, wusste ich doch. Hier mussten doch noch irgendwo Hinweismünzen sein. Hier sind, glaube ich, noch ein paar mehr. Ich suche mal ein bisschen den Bildschirm ab. Wenn wir keine finden, dann ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben genug. Von daher gehen wir jetzt einfach weiter und schauen, was uns vor dem Turm erwartet. Ist hier noch irgendwo eine Hinweismünze versteckt? Ja, in der Tat. Dort unten war eine. Blibla blub. Dö, dö, dö. Okay, gehen wir einfach rein. Gehen wir einfach rein. Beziehungsweise rötzeln. Lösen das Rätsel von der Tür. Rötzeln das Lötzel. Nun, es sieht so aus, als hättet ihr schon 75 Rätsel gelöst. Tretet ein. Achso, wir müssen 75 Rätsel erstmal lösen. Haben wir geschafft. Kein Ding. Ich finde es ja unheimlich. Außerdem ist es so düster, da sieht man ja gar... Na sowas. Meine schauspielerische Leistung lässt auch zu wünschen übrig, glaube ich, aber das ist okay. Oh mein Gott, erstmal unten angekommen. Krach. Autsch, mein Kopf. Luke, ist alles in Ordnung? Mein Junge, hast du dich verletzt? Keine Sorge, Professor, mir geht's gut. Und Ihnen? Mir ist nichts passiert, was ein heißes Bad nicht lindern könnte. Aber wo sind wir eigentlich? Oh mein Gott, was ist das? Dieser Raum ist bis zur Decke vollgestopft mit Maschinen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wofür die wohl gut sind? Was um alles in der Welt? Professor, sehen Sie mal, dort an der Wand. Du lieber Himmel. Ah, auf dieser Armatur sind Bilder von allen Leuten in Samistair. Und was ist das? Da hängen lauter Schlüssel mit den Namen der Dorfbewohner. Professor, was ist... Wenn von hier aus jemand ganz Mysterium überwacht. Sehen Sie mal, da ist eine Treppe. Lassen Sie uns rasch verschwinden, hier ist es einfach unheimlich. Ja, du hast recht, Luke, lass uns lieber gehen. Ja, ich verstehe diesen Raum, aber es fällt dir auch. Ich erinnere mich gerade wieder, wie das Spiel ging hier. Also wie das Ende war. Ja. Oh, was ist das für ein Notizbuch? Hast du etwas Interessantes gefunden? Ich glaube schon, es sieht aus, als hätte jemand in diesem Notizbuch sein Tagebuch geführt. Es wird nicht mehr lange dauern, schon bald wird das Dorf seine Aufgabe endlich erfüllen. Ich habe so lange darauf gewartet, doch je näher der Zeitpunkt rückt, desto einsamer fühle ich mich. Ich hoffe, dass am Ende zumindest mein kleiner Schatz glücklich wird. Offenbar hat das Tagebuch einiges mitgemacht, die Seiten sind völlig verknittert. Bestimmt stammen all die Zettel, die wir im Dorf gefunden haben, ursprünglich aus diesem Büchlein. Möglich, mein Freund. Mein lieber Luke. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Weiß ja nicht. Ich tast mal alles so vorsichtig ab. Ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Scheint nicht so. Dann nicht. Dann gehen wir wieder hoch. Dann halt nicht. Oh. Was geht denn hier vor? Sie! Ja, schon wieder. Was tut ihr hier? Was habt ihr vor? Moment mal, wovon reden Sie überhaupt, mein Herr? Ich wusste es. Ihr seid hier, um meine Geheimnisse zu stehlen, nicht wahr? Nicht wahr? Tut nicht so unschuldig. Ich sehe es euch doch an. Denkt nicht, ich hätte euch nicht genau im Auge. Ihr zwei habt schon das ganze Dorf auf den Kopf gestellt und mir meine Arbeit erschwert. Mir reicht's. Gebt mir Nummer 38 zurück, sonst gibt's Ärger. So beruhigen Sie sich doch. Hören Sie uns doch einen Moment zu. Wir wollten Ihnen keineswegs im Weg stehen. Wir sind lediglich auf der Suche nach dem goldenen Apfel. Wir wissen überhaupt nichts über diese Nummer 38 von der... Oh. Dem goldenen Apfel, wie? Ihr beide seid also wirklich auf der Suche nach dem goldenen Apfel? So ist es. Wissen Sie vielleicht etwas, das uns weiterhelfen könnte? Aha, so ist es also. Na, wenn es wirklich das ist, was ihr sucht. Das, was ihr sucht, wartet ganz oben auf diesem Turm auf euch. Aber seht euch vor, denn die Rätsel in diesem Turm sind schwieriger zu knacken als eine Nuss aus Granit.
Ihr habt zwar einen guten Ruf, was das Rätsellösen angeht, aber ob ihr wirklich damit fertig werdet. Wieso verraten Sie uns so etwas? Bestimmt wollen Sie uns nur in eine Falle locken. Und was hätte ich davon, euch in eine Falle tappen zu lassen? Abgesehen davon ist es meine Pflicht, denjenigen zu helfen, die den goldenen Apfel suchen. Ich war zwar etwas verwirrt, weil ein Störenfried mit Scherereien bereitete, aber jetzt ist mir alles klar, mit dem Halunken habt ihr beide nichts zu tun. Wenn es Ihre Pflicht ist, uns zu helfen, verraten Sie uns dann auch das Geheimnis von Sam Mister? Na gut. Ich heiße Bruno. Ich arbeite für die Familie Reinhold. Ich regle das Leben in Sam Mister schon seit einiger Zeit von diesem Turm aus. Das Leben in Sam Mister? Sie regeln das Leben seiner Bewohner, richtig? Wovon um alles in der Welt reden Sie beide eigentlich? Dir ist es doch sicher auch aufgefallen, Luke. Erinnerst du dich an die Zahnräder, die wir gefunden haben? Und an all die Schlüssel im Keller des Turms? Alle Einwohner von Sam Mister sind Roboter. Und Bruno, dieser Herr hier, hat sie erbaut. Was soll das denn heißen? Alle Einwohner sind Roboter? Anders gesagt, die Einwohner von Sam Mister sind keine Menschen, sondern hochentwickelte Puppen. Es sind Roboter, mein Junge. Ich gestehe, ich bin erstaunt, dass jemand solch ausgeklügelte Maschinen zu entwerfen vermag. Sie müssen ein begnadeter Ingenieur sein, Bruno. Hoho, ho, ganz schön gewieft. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so viel selbst herausfinden. So viel? Was meinen Sie damit? War das etwa noch nicht alles? Sam Mister ist kein richtiges Dorf, Luke. Bruno und der Baron haben es zusammen erschaffen. Liege ich soweit richtig, Bruno? Nun, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Baron glaubte, dass sich eines Tages ein würdiger Erbe für sein gewaltiges Vermögen fände. Er beauftragte mich, das Dorf und all seine Bewohner zu bauen, um für diesen Tag gewappnet zu sein. Als alles fertig war, versteckte er seinen wertvollsten Schatz, den goldenen Apfel, auf diesem Turm. Und ich sollte diesen Schatz mit meinem Leben vor allem Unheil bewahren. Ich werde ihn weiter beschützen, solange bis jemand das Rätsel des goldenen Apfels lösen kann. Es ist wirklich beeindruckend, wie sehr Baron Reinhold der Schutz dieses Schatzes am Herzen lag. Es ist nicht irgendein Schatz. Der goldene Apfel war das wertvollste Gut des Barons. Aber wieso macht er sich all die Mühe und baut ein ganzes Dorf, nur um ihn zu schützen? Oh hoppla, offenbar habe ich schon zu viel ausgeplaudert. Ich sollte lieber nichts mehr sagen. Die Antworten, nach denen ihr sucht, findet ihr ganz oben auf der Spitze des Turms. Na los, zeigt mir, ob ihr diejenigen seid, die das Rätsel des goldenen Apfels tatsächlich lösen können. Oh yeah. Oh yeah. Und da haben wir schon wieder ein paar Sachen herausgefunden. Wundervoll. So, aber auf die Spitze des Turms gehen wir erst im nächsten oder übernächsten Part, je nachdem, wie lange wir dafür brauchen werden. Für diesen Part soll es das gewesen sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von meiner Seite aus, Schizikowski, euer FlassTV. Bye, bye.